Was zum Teufel macht es da? Ja, so nur eine von vielen Fragen, die sich gerade um ein neues virales UFO-Video drehen. Und es soll gar eines der besten Aufnahmen aller Zeiten sein. Ein sich in seiner Form veränderndes Objekt, das wir tatsächlich schon einmal an einem anderen Ort gesehen haben. Dazu zwei weitere sehr interessante Aufnahmen, darunter ein seltsames Objekt, das von einer Sekunde auf die andere plötzlich verschwindet. Alles, was ihr dazu wissen müsst, zu den neuesten viralen Videos und sehr vieles mehr, das erfahrt ihr wie immer direkt nach dem Intro. Das beste UFO-Video aller Zeiten wurde gerade abgelöst. Ja, so heißt es gerade in den sozialen Medien. Und tatsächlich zeigt uns eine brandneue Aufnahme ein wirklich mehr als nur seltsames Ding. Ein formveränderndes UFO, das sich tatsächlich mit dem gleicht, was bisher als die klarste Aufnahme eines unbekannten Objekts galt. Und es ist nicht das einzige Video, das derzeit für so mächtig Aufruhr sorgt. Fangen wir also von vorne an. Ihr werdet euch bestimmt noch an dieses Video hier erinnern. Es stammt aus dem April des letzten Jahres. Der Pilot Jorge Ortega war mit seiner Beechcraft King Air unterwegs, ein kleiner zweimotoriger Privatjet, über den USA. An Bord befand sich auch ein Fotomodell namens Valentina Rueda Velez. Sie war es dann auch, die dieses sehr besondere Video mit ihrem Smartphone filmte. Erst sahen sie es nur aus der Ferne. Ihr Handy hatte Velez bereits in der Hand. Sie wechselte dann schnell zur Kamera und filmte schließlich das, was wir hier auf den Bildern sehen können. Nach etlichen Analysen des Videos schien dann festzustehen, es deute einfach vieles darauf hin, dass es nichts Menschengemachtes sein kann. Kein Ballon, kein ultramodernes Spionageflugzeug oder sonst irgendetwas. Zum einen sei es die Geschwindigkeit. Die King Air ist ein zweimotoriges Hochleistungs-Turbopropellerflugzeug. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei rund 570 Stundenkilometer. Die übliche Reisegeschwindigkeit läge bei 504 Stundenkilometer. Man könne also davon ausgehen, dass sich die King Air irgendwo um 500 Stundenkilometer bewegt hat. Das Objekt an sich scheint dabei aber nicht statisch in der Luft zu verharren, kein Vorbeiflug an dem UFO. Es muss mindestens mit der gleichen Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, schießt aus weiter Ferne in Richtung des Flugzeugs, in nur wenigen Metern Abstand. Und es habe auch eine Art Flugmanöver durchgeführt, wendet dem Jet seine Unterseite zu. Für viele, die das Video sahen, ein Anzeichen einer Intelligenz. Warum sollte ein lebloses, ungesteuertes Objekt gerade in diesem Moment seinen Flugwinkel ändern? Noch interessanter ist natürlich, dass das UFO keinen sichtbaren Antrieb besitzt, kein Düsentriebwerk, keine Rotoren, nur diese, ja, leicht angedeuteten Tragflächen, deren Form an einem Mantarochen erinnert. Und doch scheint es sich sehr gezielt zu bewegen. Eine wirklich faszinierende Aufnahme, die bis heute so einige Rätsel aufgibt und zudem bisher als einer der besten UFO-Videos aller Zeiten galt. Nun aber ist das gleiche Objekt erneut aufgetaucht, über der brasilianischen Stadt Curitiba, und diesmal sehen wir sogar, wie es seine Form verändert. Wir schauen uns das Video gleich noch ganz genau an, doch zuvor wie immer die Bitte an euch. YouTube zeigt mir nämlich immer wieder an, dass mehr als die Hälfte von euch noch gar nicht abonniert haben. Aktiviert doch die Glocke und helft mir dabei, die 100.000 Abonnentenmarke zu knacken. Es sind jetzt nur noch rund 400 Abonnenten bis dahin. Vielen Dank dafür. Schauen wir jetzt aber genauer in das neueste Video rein und natürlich in die Berichte über diese Aufnahmen.
Aufgenommen wurde das Video am Donnerstag, den 25. Juli, vor knapp einer Woche, nicht ganz. Wie gesagt, in der Stadt Curitiba im Süden Brasiliens. Zuerst zeigen uns die Bilder ein scheinbar dreieckiges UFO irgendwo in der Ferne. Dann aber zoomt der Zeuge näher heran und wir sehen eher eine Diamantenform, silbrig, eher matt als glänzend, mit recht scharfen Kanten. Dies wird sich aber gleich noch ändern. Ein paar Sekunden später erscheint die Oberfläche des Objekts sehr viel glatter und stromlinienförmiger, nahezu identisch mit dem, was im letzten April gefilmt worden ist. Inzwischen gibt es da auch stabilisierte Zeitrafferaufnahmen und hier können wir sehr gut sehen, wie es sich immer wieder verformt. Wir werden da gleich noch einmal genauer drauf zurückkommen. Interessant sind auch die dutzenden Kommentare zu diesem Video. So schrieb einer der vielen Nutzer: höllisch beängstigend, ich glaube nicht, dass es sich hierbei um einen Ballon oder eine Drohne handelt. Ein anderer vermutet, wenn es am Ende endlich in den Fokus kommt, sieht es einfach aus wie ein glattes, gleichmäßig geformtes Ding. Ein Ballon könnte sich niemals so schnell verändern, zumal er viel zu nah am Boden ist. Wo soll der Luftdruck herkommen, der ihn verformen könnte? Natürlich gibt es aber auch Stimmen, die eine Erklärung gefunden haben wollen. So schreibt ein anderer Nutzer: in den Bildern, in denen es scharf ist, schwebt es einfach an Ort und Stelle. Es sieht wirklich aus wie ein Ballon und es gibt überhaupt keinen Grund zu der Annahme, dass es sich um etwas anderes handelt. Wie so oft spalten sich die Stimmen in genau diese zwei Lager auf. Die einen halten es für ein echtes UFO, eine Alien-Drohne oder ein kleines Raumschiff, die anderen für einen simplen Ballon. Ich finde es ganz interessant, was über den Luftdruck gesagt wird, denn es befindet sich ja wirklich nicht in einer solch großen Höhe, dass er dort zusammengedruckt werden müsste. Also genau das Argument, das man immer wieder bei dem Objekt aus dem letzten Jahr angebracht hat, also aus dem April des letzten Jahres, das ja wie gesagt nahezu gleich erschien. Schon wirklich sehr interessant. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet. Zusammengedrückter Ballon oder dann doch etwas ganz anderes? Es ist bei weitem nicht das einzige UFO-Video, das derzeit viral geht und auch in diesem kann man eine gewisse Ähnlichkeit ausmachen. Veröffentlicht wurden diese Aufnahmen hier am letzten Sonntag. Ein Zeuge, der sein Video einsandte und dann auf YouTube veröffentlicht wurde. Mit dem, was er über Miami in den USA gesehen hat. Mehr wissen wir dann aber auch nicht darüber. Im Filmmaterial an sich ist zu hören, wie er sich laut fragt: was ist das? Dieses Ding bewegt sich nicht. What is that, yo? That thing is not moving. Was er mit diesem Ding meint, ist ein rautenförmiges Objekt, das tatsächlich scheinbar am Himmel zu stehen scheint. Der Zeuge ruft ihm sogar noch nach, dass es näher kommen soll. Naja, ganz offensichtlich tat es dies nicht. Come closer, you alien. Auch hier teilen sich die Beobachter in zwei Lager auf: außerirdisches Schiff oder dann doch eben nur ein Ballon oder eine simple Drohne. Bei diesem Video dürfen wir dann auch sehr viel skeptischer sein. Einmal ist die Videoqualität wirklich nicht die beste. Andererseits sind die Infos dazu wirklich mehr als nur spärlich. Aber schreibt mir auch gerne dazu eure Gedanken in die Kommis. Kommen wir nun zu einer Aufnahme, über die wohl in nächster Zeit noch sehr viel mehr diskutiert werden wird. Ein Video, das gerade erst veröffentlicht wurde. Es stammt von einem Touristen, der sich derzeit noch auf der spanischen Insel Ibiza befindet, genau dort, wo es auch gefilmt worden ist. Es zeigt uns ein scheinbar seltsames UFO, grünlich leuchtend. Es schwebt am Himmel in der Nähe des Mondes. Die Kamera fokussiert mehrmals. Es ist kein Insekt vor der Linse oder etwas, das sich sehr viel näher befindet. Und plötzlich schießt dieses Ding einfach davon, innerhalb von nur einer Millisekunde. Es scheint völlig verschwunden. We'll be right back.
Tatsächlich haben inzwischen auch die lokalen Medien davon berichtet. Mehrere Augenzeugen hätten es ganz klar beobachten können. Das Video wurde dann am letzten Sonntag erst veröffentlicht. Dass es überhaupt gefilmt worden ist, war auch kein Zufall. Wir sehen auf den Aufnahmen die Insel Svedra. Sie soll dafür bekannt sein, die schönsten Sonnenuntergänge des Landes zu liefern. Und so hatten die Menschen dort wohl auch direkt eine Kamera in der Hand. Als erstes sah dieses Ding übrigens ein kleines Mädchen, das dann die anderen Touristen darauf aufmerksam machte. Dass hier die Erklärung eines Ballons etwas fehlangebracht wäre, das müsste wohl jedem hier klar sein. Doch auch hier gibt es Stimmen, die diese Sichtung erklären wollen. Das ganze Video sei einfach nur ein Marketing-Gag der Insel Ibiza, um neue Touristen anzulocken. Die örtlichen Behörden oder die Marketingabteilung haben sich allerdings noch nicht dazu geäußert. Drei wirklich interessante Videos, die ich euch heute hoffentlich ein wenig näher bringen konnte. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst ja, da freue ich mich wirklich sehr. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Augen auf!